Turok kam damals auf dem N64 heraus und ich weiß so genau, wie groß der Hype darum war. Ein Shooter auf einer Konsole in echtem 3D. Das sieht so geil aus. Naja, zu der Zeit war ich schon hauptsächlich PC-Zocker und konnte nur müde darüber lachen. Das Spiel kam gut an und so musste das Franchise natürlich auch weiter ausgeschlachtet werden. So auch auf dem Handheld. Aber wie soll das denn gehen? Was taugt Turok Battle of the Bionosaurs für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien bei uns relativ spät im Lebenszyklus des Game Boys 1998 und wurde von den Bitmanagers programmiert und von Acclaim veröffentlicht. Es sollte nicht überraschen, dass das Spiel eine reine Neuentwicklung für das System ist. Die Hintergrundgeschichte ist dabei im Prinzip dieselbe wie beim großen Bruder. Ihr spielt den Indianer Turok, der ein zeitreisender Held ist. Eure Aufgabe ist es, die Grenze von unserer Welt und der zu dem Lost Land zu schützen. Ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail, übermäßig spannend ist die Geschichte jetzt natürlich auch nicht. Keine große Überraschung, ein Ego-Shooter ist es auf den Gameboy natürlich nicht geworden. Stattdessen erwartet uns hier ein 2D-Action-Plattformer, wie es so viele auf dem System gibt. Ihr könnt dabei springen, an den Rändern hochziehen und natürlich euch mit euren Waffen zur Wehr setzen. Bei den Waffen geizt der Entwickler auch nicht an Varianten und so erwarten euch 14 verschiedene Varianten. Vom Sturmgewehr bis zum Granatwerfer ist alles vertreten. Da wird euch also nicht so schnell langweilig. Die Dinger sammelt ihr einfach an den Leveln ein. Allerdings haben die Schießprügel natürlich alle eine begrenzte Anzahl an Munition und so solltet ihr also nicht allzu großzügig Blei verteilen. Im Zweifel könnt ihr jedoch auf euer Messer zurückgreifen. Das hat aber eine echt kurze Reichweite und so solltet ihr das echt nur im Notfall einsetzen. Der Fokus in den Leveln liegt dabei auf der Erkundung, da der Aufbau allgemein nicht gerade nur nach links und nach rechts läuft. Ziel ist es dabei meistens genügend Schlüssel einzusammeln, damit ihr am Ende ein Portal freischalten könnt und somit weiterkommt. Das Ganze kann dabei schon etwas verwirrend werden, da ihr zum Beispiel in eine Höhle geht, dort einen anderen Ausgang benutzt und wieder dann ganz woanders seid. Außerdem müsst ihr hier und da auch mal blind ins Blaue springen und das ist nie toll bei einem Spiel. Insgesamt stöbert ihr auf diese Art und Weise durch 8 Level. Natürlich könnt ihr Level nicht einfach so unbehelligt frei erkunden. Diverse Dinos lauern euch auf und müssen erst aus dem Weg geräumt werden. Aber nicht nur die stellen sich euch in den Weg, sondern auch böse Menschen, Roboter und so weiter. Die Vielfalt ist also auf jeden Fall gegeben. Leider sind die teilweise nicht optimal platziert und ihr könnt die fast nicht erledigen, ohne selber Schaden zu nehmen. Außer ihr habt eine entsprechend große Knarre bei euch. Das trägt dann auch zu einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad bei. Aber zum Glück gibt es auch natürlich ein Passwortsystem. Bei der Grafik kann man nicht meckern. Man merkt im Spiel an, dass es relativ spät erschienen ist und so holt es einiges aus dem System heraus. Alles ist immer klar und gut zu erkennen, ist schön gezeichnet und nie ruckelt etwas. Der Sound hingegen, na, der ist austauschbar. Er ist da, macht was er von ihm erwartet, aber ist jetzt nichts Besonderes. Was taugt Turok für den Game Boy also heute noch? Es ist ein solider Titel. Ehrlich gesagt habe ich Schlimmeres erwartet. Wie sollte man einen Shooter auf den kleinen Handheld portieren? Aber es ist ein recht solider Action-Plattformer geworden. Es macht bis auf die teilweise verwirrende Levelgestaltung nichts großartig falsch, geht aber dann doch in der Masse der Konkurrenz etwas unter. Kann man spielen, man hat jetzt aber auch nichts großartig verpasst, wenn man es nicht gespielt hat. Das war der Test zu Turok für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.